Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und Let's Play Empire Total War ist mal wieder angesagt. So, eigentlich müsste ich gleich hier wieder so rechts unten oder wo auch immer hier gleich wieder Rage-Modus anmachen, weil ich mich immer wieder über Order City aufregen könnte, weil die Audioaufnahme aus dem eigentlichen 13. Part schwupps, einfach weg. Ich lasse das Teil laden, in Anführungsstrichen, weil es immer bei einer längeren Zeit, je länger ich aufgenommen habe, desto mehr braucht er, um zu verarbeiten, in Anführungsstrichen. Und da reagiert er nicht. So, dann habe ich das jetzt einfach mal so lassen, bin runtergegangen, hab kurz einen Kuchen gegessen, kam wieder hoch, schwupps, sie müssen erst eine Audiodatei auswählen. Alles weg. Deswegen seht ihr jetzt einfach nochmal, naja gut, was heißt jetzt? Eigentlich nicht. Ihr habt letzte Folge nichts verpasst. Wie ihr sehen könnt, die Rebellen sind weg. Das ist das Entscheidende. Aber die Schlachten, wenn ihr die Schlacht aus der letzten Folge gesehen habt, dann, das waren einfach nochmal zwei Schlachten auf dem gleich. Also die waren wirklich fast alle drei identisch. So, das Einzige, was wir halt noch, gemacht habe, war mehr Miliz ausbilden und dass die halt jetzt einigermaßen glücklich sind. So, heißt erstmal, dass wir hier auch noch mal ein bisschen Miliz brauchen, wenn wir Geld zur Verfügung hätten, das wir nicht haben. Und ja, genau. Warum? Ich baue hier eine Kriegswerft. Hier repariere ich das Gebäude, hier repariere ich das Gebäude und hier repariere ich das Gebäude. Wir hatten letztes Mal noch eine Technologie erforscht gehabt, was mir erlaubt, jetzt diese Weinkeller hier auch auszubauen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Vielleicht greift ja Preußen uns erneut an. Das wäre mal richtig geil. Das ist jetzt genau das, was ich bräuchte. Und hey, was macht der da? Interessant. Interessant. Okay. Wo gehen die hin? Vor allem, das sind ja auch noch so alte Säcke, dass die auch noch extrem lang brauchen. Macht mal hinne! Ich habe keinen Bock, jetzt die Leertaste zu drücken. Jetzt endlich. Na, ist ja vorbei. Bin ich echt kurz eingenickt hier. What the? Jetzt aber. Jetzt wird's lustig. Was haben die da bitte vor? Das ist gut, dass da mein Spion drin sitzt. Alter. Was haben die vor? Die lassen Berlin komplett leer. Okay, doch nicht. Ich wollte schon sagen, hier eine Hauptstadt leer stehen lassen. Was wäre denn das für ein Fail? Und jetzt auf einmal gehen es wieder alle rein und... Ach du Scheiße. Nein. Nein. Nein! Oh fuck. Jetzt machen sie aber ernst. Holy shit. Leute, habt ihr gerade gesehen, mit was für einer Armee die da durch Schlesien durchlaufen? Ich muss mal kurz meinen Spion nach Breslau schicken. Bin mir gerade nicht sicher. Ah, der Weinkeller ist ausgebaut. Also, den schicke ich mal kurz hierher. Heimlichkeit ist mein Schild. Ja, natürlich schicken die den da nicht hin. Ich erwarte euren Befehl. Ist ja klar. Warum? Da ist der einzigste kleine Punkt, der nicht wäre. Alter Scheiße, was schicken die da für eine Armee los? Unterwegs. Ja, lauf wieder zurück und bleib da stehen. Warte auf weitere Befehle. Ja, das ist schön. Ja, München, würde ich sagen, hat ein kleines Problem.
Weil da kommt jetzt nämlich eine... Ja, da kommt was gerannt. Auf München. Da kommt was auf uns zu. Oh, Backe. Vor allem, ich glaube, da würden auch Kanonen dabei sein. Lombardei? Das schockt mich jetzt gerade schon ein bisschen. Die wollen München unbedingt haben. Schön, kriegen sie aber nicht. Also, was machen wir? Wir schicken erst... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon die Armee rausholen kann. Das ist das Problem. Militärisches Vorgehen. Das ist nur noch eine Vorher. Na doch. Das kotzt mich auch gerade an hier. Schaffen die das? Nein, die schaffen das auf jeden Fall nicht in einem Zug. Ja, da würden sie überall in einem Zug hinkommen, aber nein. Moment, ich habe doch mit denen auch... Ah ja, ich kann da auch einfach so durchlatschen, das ist schön. Das ist schon mal sehr schön. Euer Lordschaft? Ja, eigentlich wollte ich Genua noch machen. Ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kann eigentlich jetzt nur nochmal schnell zwei Linieninfanterien ausbilden, die nicht rechtzeitig fertig werden. Oh, da könnte ich sogar drei machen. Nice. Ja, ich muss München zutreffen. Es geht nicht anders. Hier können wir noch eine Miliz ausbilden. Die Kanonen können ja eigentlich schon mal abrücken. Oh ja. Du da? Du da. So, so, so. Die Kanonen können schon mal nach Venedig abrücken. Vorwärts! Einfach nur mal so. Die Kanonen finde ich allgemein eigentlich nicht so sehr... Also, Kanonen sind hauptsächlich für Belagerungsangriffe, finde ich richtig gut. Und halt für, wie in der letzten Schlacht da. Alter. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da läuft was auf uns zu. Also, das ist schon mal gut, dass ich die letzte Folge... Also, dass Order City so rumgekackt hat... Das finde ich in dem Sinn positiv, weil jetzt nämlich eine richtig spannende 13. Folge kommt in der episch großen Schlacht um München, weil, also die schicken da jetzt mal gut und gern die doppelte Menge an Truppen auf uns zu. Also das ist ganz ordentlich, was die da machen. Und was auch noch ein Problem sein könnte, wenn da Kanonen dabei sind, dass sie uns ein permanentes Loch da reinjagen. Und jetzt steffen sie ja doch wieder Berlin zu. Was machen die denn da? Ich verstehe es einfach nicht, was der Computer da andauernd für komische Berechnungen durchführt. Außerdem, wo haben die Truppen jetzt hingejagt? Ich dachte, die wollen mich angreifen. Ihr müsst hier gerade mein Gesicht sehen. Das ist, ja... Kein Kommentar, also das verwundert mich jetzt schon durchaus ein bisschen sehr. Okay, und greifen es halt nicht an. Und warten, dann schimmeln die wahrscheinlich da jetzt in der Ecke. Habe ich denn noch irgendwo einen dritten Agenten? Weil den würde ich dann nämlich auch kurz in den Norden schicken. Ah, schönes Ding, Schiffswacht. Und Coburg, das College ist fertig. College! Da, die Garnison kann ich ausbauen. Ja, da könnte ich noch ein bisschen was ausbauen. Durchaus. Und wieso sind da immer noch so Schäden? Das geht ja gar nicht. Da, die sind inzwischen ganz glücklich. Kann ich die ja besteuern. Die sind ja... Ach so, halt, die sind ja schon besteuert. Ups. Fail. Fail. Shit. Aber die sind trotzdem glücklich, das finde ich schön. Was kann ich denn hier jetzt bauen? Nichts. Ja, toll. Eine sechste Klasse. Toll. Richtig nice. Also, habe ich irgendwo noch einen Agenten? Nein.
Nein. Und nein. Also jagen wir den einfach mal dahin. Beobachte eure Feinde. Wo sind die Truppen hin? Halte Wache. Sind die verschollen oder? Also jetzt weiß ich ja, was hier alles so abgeht. Also, boah, das ist gerade ein bisschen seltsam, wo die Truppen hin sind. Naja, mir soll es egal sein. Hier müsste ich eigentlich noch mehr Miliz rekrutieren. Aber ich glaube, da macht der die Zeit den Rest. Gut, dann machen wir hier erstmal den Weinkeller. Den da auch. Da oben das Gebäude ist immer noch nicht repariert. Das geht gar nicht. Weil dadurch wird die Unterklasse nämlich endlich wieder glücklicher werden. Also machen wir das, 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 das und das. Die hauen wir mal. Oh. Wieso sind die angeschlagen? Das geht so nicht. Wieso habe ich nur noch so eine kleine Armee? Erwarten Befehle! Ah, schön. Die sind jetzt trotzdem wieder glücklich. Finde ich super. 1A Leistung, Jungs. So, was machen wir da jetzt? Ich könnte die jetzt ja mal da hinschicken. Und dann Genua angreifen. Ich kann es ja mal ganz kurz versuchen. Ich kann es einfach mal rausziehen. Direkt machen! Mach weitere Befehle! Ah, die wären trotzdem glücklich. Das ist schön. Ja, mein Lord. Männer! Vorwärts! Also weiterlaufen. Und da drin campen. Hier, ja, hier können wir nichts rekrutieren, weil wir nicht genug Geld haben. Wo ist die preußische Armee hin? Naja, gut, dann brauche ich ja mich erstmal darum nichts zu sorgen. Aber bei Genua ist halt auch wieder das Problem. Moment, was machen die da? Die laufen im Kreis? Da ist die Armee. Die laufen an Prag vorbei? Wo wollen die hin? Ich brauche einen weiteren Agenten. Ich hab die Situation nicht unter Kontrolle und ich verstehe nicht, was in den preußischen Köpfen vorgeht. Leute, ich bin am Verzweifeln hier vor dem Monitor. Also entweder sind sie blöd oder sie sind dreimal so intelligent wie ich. Ich würde das erste bevorzugen, aber ich glaube eher wohl das dritte. Ja, das ist schön, aber ich erlaub's dir nicht, das einfach mal hier zu machen. Das machst du nicht. Du machst jetzt nämlich... Was machst du denn? Spinning Jelly... Ja, das ist super. Ich glaube, ich brauche die einfache Dampfpumpe. Ja, insbesondere weil habe ich hier überhaupt schon eine Dampfpumpe mit. Nein. Also wird's Zeit. Danach mache ich mal das da. Und das da auch noch. Dazu. Das passt dann schon. Hier da. Ah, fordert nach Reformen. Wie kann man das eigentlich abstellen? Bin mir da etwas unschlüssig. Also sie sind auf jeden Fall mal weg. Sagen wir es mal so. Niemand wird Verdacht schöpfen. Solange niemand Verdacht schöpft, ist mir egal. Oh, Berlin steht leer. Wo sind die ganzen Truppen hin? Ja, 3000. Ich könnte es jetzt bauen, aber hab nicht genügend Geld dafür. So, dann packen wir mal hier unsere Drüppchen. Und geh nach Genua. Bereit machen für die Schlacht. Den Krieg erklären? Ja. Genua. Brauchen wir keinen Beistand, oder? Hier. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Beistand. Nix Beistand erbitten. Handelspartner, Osmanisches Reich. Die haben ja gar keine Verbündete.
Tschüss, gehen wir. Ich darf ja durch Spanien durchlaufen, also was das betrifft. Kapitulation verlangen. Wird nicht gut gehen. Was haben die denn da so drin? Eine Leibwache, eine Linieninfanterie, noch eine Linieninfanterie. Ja gut, ich habe sie schon die ganze Zeit gesehen. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Den Spruch finde ich so geil. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Aber ich finde es auf Deutsch auch noch am besten, weil ich habe es ja mal auf Englisch auch gehabt mit Großbritannien. They hide behind his women oder irgendwie sowas, wie das heißt. Was haben wir denn? Oh, da! Leichte Galeere, Brick, Brick, Schaluppe, Brick, Brick, Brick. Nice. Ja. Dann würde ich ja schon sagen, dass wir hier ein bisschen Flotte bauen. Dann können wir nämlich auch runter nach Venedig. Nach Paras. Oder? Paras, ja. Ne, Patras. Das T habe ich total überlesen. Ja, 15 Minuten die Folge? Na komm, hau mal noch die Schlacht rein. Belagerung läuft! Ah, trotzdem. Machen wir mal hier mehr. Marinerekrutierung. Fregatte 6. Klasse. Siedlung wird belagert! Ja, das ist schön. Zu den Waffen! Sie werden verraten! Lauf mal du da hoch. Ich meine, ich habe hier unten nichts mehr zu suchen. Also, was heißt zu suchen? Schon, ich meine, ich bin hier unten. Aber trotzdem hätte ich ganz gerne hier einen Spion hier. Das muss ein Missverständnis sein, General. Das muss ein Missverständnis sein, General. Ja, der zweite Befehl, glaube ich, war eindeutiger. Lauf ist der Befehl. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Ja, dann schießt die Weiber ab. Dann schießt die Männer samt Weiber ab. Nein, war nicht so ernst gemeint. Keine Angst, ich würde nicht auf Frauen schießen. Die Frauen werden erstmal in Sicherheit gebracht. Aber ich glaube, das wird auch gehen, nur... Ja. Bevor ich jetzt einfach nur noch mehr Scheiße labere, machen wir erstmal die Schlacht. Was mache ich da? Ich trinke uns... Und zwar so, dass schön was aus dem Glas rausläuft auf die Tastatur. Aber zum Glück nicht in die Tastatur. Nämlich nur auf den vorderen Rand. Hm. Stimmt. Also, auf der einen Seite habe ich zwar immer noch Bock, aber ich hoffe trotzdem, dass die Schlacht recht schnell vorbeigeht, weil mir fällt gerade nämlich auf, Sonntag, 17 Uhr, ja, oder was weiß ich, 16.57 Uhr, ihr seht es ja da oben, Formel 1 müsste eigentlich bald losgehen. Saisonfinale Brasilien, wen es interessiert. Ich denke mal, ist ja dann schon lang gelaufen. So. Flasche nicht runterfallen. Okay, das muss doch runterfallen. Also. Hier haben wir unsere Kanönchen. Die stellen wir schön hier auf die Seite. Bilden ein schönes Grüppchen. Drehen sich ein bisschen. Ein bisschen vor. So passt perfekt. Dann der General. Der General versteckt sich gleich mal dahinter. Samt Regiment. Ich brauche mal mehr Pferde oder bessere Pferde. Wäre vielleicht nicht so schlecht. So, und die Linieninfanterie hauen wir einfach mal so rein, weil ich meine... vielleicht ein bisschen drehen. Ich weiß ja nicht genau, ich weiß ja nur, dass sie hier rauskommen. Rathaus. Da könnten wir versuchen reinzugehen. Du schießt auf die Leibwache. Wenn sie im Radius wären. Und schießt halt auf die Tür. Sagen, da geht einiges. Was auch immer die vorhaben, das geht schief. Ja, ich habe es natürlich auch noch perfekt so positioniert.
Und schießen. Bombs. Abhauen, los, ihr Schweine. Ha! Geil. Perfekt, würde ich mal sagen. Das war's. Böse Lache. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Jetzt gehen die Massenverschiebungen wieder los. Halt, stopp. Nein, immer noch nicht. Immer noch falsch. So, alle zurück. Alle zurück. Ah, großes Chaos. Laufen! In der Zeit hier, die Kanonen müssen für Zeit sorgen. Ich würde sagen, das war mal wieder so ein taktisches Manöver, so wie man es von mir kennt. Große Verwirrung bei den eigenen Männern sorgen, indem man einfach mal dorthin klickt und dorthin klickt und dorthin klickt. Und ja, das könnte durchaus mal zu großen Problemen bei späteren Multiplayer-Schlachten führen. Jetzt lauft ihr Schweine. Ihr faulen Säcke. Ah, die Schweine bleiben da hinten einfach. Ey, ist aber asozial. Ah, nö, da bewegen sie sich. Das ist schön. Man sieht sie auch überhaupt nicht. Ja. Also. Fassen wir nochmal zusammen. Hier ist ungefähr die Mitte, also machen wir so. Das ist die Mitte, ihr Penner! Jetzt lasse ich einfach mal schneller Vorlauf machen. Oh mein Gott. Also manchmal, also ich versuche die Befehle ja wirklich schon eindeutig zu geben, aber das, ich verstehe es einfach nicht. Jetzt lasse ich sie halt einfach nicht als Gruppe kämpfen. So, passt das Ganze vielleicht besser. Ja, Fail rum. Oh, nice. Ich würde sagen, good job. Ah, jetzt verstehe ich, wie das mit dem Audio-Fail zusammenkommen könnte. Ah, ja. So. Ich würde sagen, ihr lauft genauso wie ihr. Ihr habt jetzt lange genug Pause gemacht. Und ihr geht jetzt auch nicht weiter. Nein, so. Dann bin ich einfach so. Siehst du, und schon werden die Befehle viel direkter ausgeführt. Kaum sind die keine Gruppe. Mann, ich darf nie wieder Gruppenbildungen machen. So, aber ich weiß, dass da welche kommen und dass da welche kommen. Also, was mache ich? Ich schicke hier 4, 3, 4. Schicke ich mir so vor. Und die 3 schicke ich an die Seite. Und zwar im Laufschritt. Guck. Hier 4 da. Laufen. Bruder, kein Feuer frei und abbrechen. Ja, da kommen ein paar Truppen. Das ist mir jetzt relativ egal. Die Truppen können sie auch ganz gut. Ja, ich muss gerade ein bisschen leiser sein, um meine wunderschönen Linien hier zu bestaunen. Meine wunderschönen Linien. Wo wollt ihr hin? Hey! Ihr! Was wollt ihr jetzt?
Die ziehen sich zurück. Feige Schweine. Ey, komm. Was soll jetzt der Scheiß? Das ist nicht sehr nett. Aha. 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 Muss ich die verstehen? Ich mach mal an dieser Stelle... Nein. Vergiss das. Ja, 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 komm schon, komm schon. Mein Fuß! Ja, ja, lauf! Ja, lauf! Fein machst du das! Lauf! Ah, nicht stehen bleiben. Weiterlaufen. Oh, jetzt komm schon, lauf! Nicht zurückziehen, nicht umdrehen. Weiterlaufen. Ich trau mich nicht zu schießen. Ich meine, die haben schon vorher die ganze Zeit auf die Hügel geschossen. Und da stehen jetzt meine Männer. Ah, dann rückt ihr halt noch ein bisschen vor. Weiter vorrücken. Und stehen bleiben, aber laufen! So. Ja. Ich stelle mal so hin. Ihr macht auch mal Laufschritt. Laufschritt. Ihr vier da. Bleibt jetzt stehen. Brav. Okay, sind die schon? Leider nicht. Komm schon, ein bisschen vorbewegen. Laufen, 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 los, 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 los. Oh Mann! Ihr sollt stehen bleiben, wenn ich versuche, auf euch zu schießen. Die da hinten sind aktiv. Noch nicht müde, nicht sehr fit, aber aktiv. Was will die Leibwache da? Will die, dass ich noch was vorrücke? Oh, nice, nice, nice. Schönes Schuss. Feuer. Zack, 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 zack. Komm schon, trefft den General, dann kriegt ihr auch einen Keks. Und zwar alle. Aus der neuen Stadt, wohlgemerkt. Oder ich lasse ihn sogar aus München importieren. Schnell! Los, 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 los! Schönes Ding. Jetzt sind mehrere im Schuss. Ein Schuss alles. Oh, da drüben. Oh, schönes Ding. Nein! Ihr müsst noch 16 treffen. 14! Nein! Ihr dürft doch nicht den General fliehen lassen! Habt ihr schon auf die geschossen? Nein. Nein, der General lebt. Nicht weiter schießen! Nicht weiter schießen! Die müssen wieder zurückkommen. Schönes Ding. Oh, gut, 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 gut. So. Ja. Okay. Da ist eine Linieninfanterie. Okay. Ich glaube nicht nur, ich weiß. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut.